So Leute, es ist schon wieder soweit und deswegen möchte ich euch jetzt zeigen, was sich so am Wochenende getan hat und deswegen gibt es eine neue Bildschirmkontrolle. Sage ich eigentlich relativ oft so Leute? Kann das sein, dass ich mir zu oft die Stories von Don Schlonzo von Bumsy Island angeguckt habe? So Leute, wunderschön. So Leute, die letzten Folgen. So Leute. So Leute, wir haben angekuscht. So Leute, der Videodreh. So Leute, die erste Location. Ja, Leute. Ach ja, Leute. So, Leute. Ach so, Leute. Was Schönes. So, Bro, was sagst du? Ach so, Bro. Bonjour. Was ist dein Spin? So, Leute. Ach so, Leute. Ist die Runde da was? Von ja, so, Leute. Das ist ein bisschen. So, Leute. Bisher. So, Leute. Also, weiter geht es. Und die Trennung des Tages. Heute Morgen bin ich erstmal verheult aufgewacht, denn es ist vorbei zwischen dem Bachelor und seiner Agent lange, wie heißt sie, Jenny. Jenny, es ist vorbei. Die Zumba-Tänzerin, es hat sich ausgetanzt. Dabei waren sie doch so ein glückliches Pärchen und haben das Sommerhaus so bereichert mit ihrer sympathischen Art und Weise. Und da gibt es doch nichts Schöneres, als einen vom Management vorgefassten kleinen Satz zum Ende der Beziehung hier rauszuhauen. Ich möchte es euch gerne vortragen. Das ist der Vortrag von Jenny. Hallo an alle. Ich möchte heute etwas loswerden, was mir sehr auf den Herzen liegt und Klarheit schaffen. André und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben und wünsche Ihnen vom Herzen alles Gute für seine Zukunft. Das ist natürlich gelogen, man wünscht dem Ex-Partner nie das Beste für die Zukunft. Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren. Danke an alle, die unseren gemeinsamen Weg begleitet haben und immer hinter uns standen. Gelbes Herz. Was? Also du lernst dich auf Bumsy Island kennen, beziehungsweise bist Bachelorette. Du hast deinen ersten Geschlechtsverkehr vor der RTL-Kamera. Du zeigst irgendwie dein On und Off. Du musstest dann irgendwie dich mit der Ex-Bumse auch noch im Sommerhaus auseinandersetzen. Und dann auf einmal sagst du, nee, jetzt ist aber privat. Jetzt ist jetzt was Negatives. Jetzt möchte ich aber, dass das jetzt auch mal Privatsphäre waren. Das sagt ihr mit 40 Stories am Tag. Hallöchen! Jeden Tag irgendeine andere Scheiße in das Universum blasen und dann auf einmal, wenn es nicht so gut läuft, dann aber, ne, dann ist privat. Na gut, alles klar. Wollen wir jetzt privat halten, schauen wir uns doch einfach mal an, was der André dazu sagt. Und falls ihr merkt, es sollte irgendwas sich ähnlich klingen, hä? Hallo an alle. Da es aktuell etwas ruhiger war, möchte ich heute Folgendes mitteilen. Jennifer und ich werden ab sofort unterschiedliche Wege gehen. Moment. Ich möchte etwas loswerden. Unterschiedliche Wege, alles klar. Wir haben uns im Guten getrennt. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen erlebt haben. Ich wünsche ihr von Herzen alles Gute für die Zukunft. Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren. Danke an alle, die unseren Weg begleitet haben und immer hinter uns standen. Und wieder goldenes Herz. Ich glaube, weil es Team Gold ist. Klasse. Das ist einfach vom besten Management aller Zeiten ein zusammengeschustertes Pseudo-Ende-Statement. Und ich gehe davon aus, ich möchte jetzt nichts mehr hören. Wetten, es wird innerhalb der nächsten 2 Wochen, jetzt spricht sie das erste Mal danach, es wird die Stories geben, es wird erzählt werden, warum es nicht geklappt hat und so. Weil sie haben ja außer ihrem Privatleben nichts anderes zu erzählen. Was soll denn Jenny machen? Wieder Zumba tanzen? Wenn die Tanzschulen zu haben, ja, ist ja schwer. Irgendwie muss ja Content her, es müsste doch wieder Hello Buddy muss doch verkauft werden und neue Beauty-Produkte. Ja, und bei André, der wird auch wieder eine neue finden. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Und ich glaube, noch eine Beziehung ist am Wackeln und zwar von Denise Bobe. Denise Bobe, muss euch nicht sagen, ist auch so eine, eine der unfassbar wichtigen Content mit uns teilt, wie zum Beispiel diesen hier. Ich werde euch heute mal den ganzen Tag mitnehmen, was ich trinke und esse. Okay, cool. Als erstes trinke ich jetzt ein Glas Wasser. Nein! Also jetzt gibt es noch für mich einen kleinen Schokocrisp. Rittersport habe ich hier immer im Auto. Den lasche ich mir jetzt. Also das ist ja der Wahnsinn. Erst ein Glas Wasser und dann noch ein Rittersport-Schokocrisp. Mann, gut, dass ich das immer im Auge habe, weil das ist ja wirklich etwas, was die Welt auch weiterbringt und bereichert. Und Denise, die ist mit ihrem Freund aber sowas von zickig und hinterher. Achtet mal bitte drauf. Können Männer nie ihre Grenze, obwohl man denn schon die Chance gibt zu spielen? Ja. Ihr Mann durfte extra mal mit der PlayStation spielen. Und? Und was macht er draus, wenn er die gefilterte hier haben kann?
Achtung. Stunde ist um, ne? Stunde ist um. Und? Die Runde wird nicht zu Ende. Ist eine Runde runter. Ja, Runde ist noch nicht zu Ende. Ist schon zu Ende gewesen. Nee, guck mal. Wir sind ja ganz nah im Kreis. Ja. Ich komme danach. Es geht jetzt wieder nach 5 Minuten. Ja. Wir sprechen uns wieder. Alles klar. 5 Minuten später. Hier, neue Story. Mal sehen, was jetzt passiert. Mal sehen, ob der Freund es kapiert hat. 5 Minuten sind um! Und? Und? Hallo? Und? Ach, komm doch mal, spiel ins Ende! Und dann sitzt er dann doch wieder auf dem Sofa und freut sich einen Ast ab. Wofür? Damit sie endlich zusammen chillen können und einen Film gucken. Das finde ich so klasse, weil es gibt ja so tolle Filme, die man sich angucken könnte, wie zum Beispiel diese eine, die hat jetzt diesen einen neuen Film entdeckt, dieses, wo das Boot untergeht, damals vor über 100 Jahren. Titanic. Leute, wir haben uns jetzt noch schnell was bei Burger King geholt und gucken jetzt Titanic. Ich gucke das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Krass. Ich habe sonst immer nur so Filmausschnitte gesehen und Tom ja auch, deswegen machen wir das jetzt. Wie ergreifend. Es ist nur ergreifend, wenn du einen Boomerang machst von dem, wie du Titanic guckst. Nochmal ganz kurz zurück zu Denise. Bobe, die hat nämlich auch noch so eine geile Fragerunde und da stellt sie echt auch intime Fragen, wie zum Beispiel, hast du schon mal unter der Deckecke gefurzt? Unangebracht. Also schon fast asozial. Also viele machen das. Okay, dann ist es halt so, aber ich möchte davon nichts hören. Ich finde es halt echt widerlich. Egal, wie lange man zusammen ist. Ja, okay. Macht man halt nicht. PlayStation spielen kann man nicht. Unter der Bettdecke furzen und mal rüberlüften darf man auch nicht. Aber wenn es mal aus Versehen beim Sport passiert, ist ja jetzt nicht so schlimm. Influencer-Humor. Ich liebe es. Und heute war ein ganz besonderer Sonntag, denn Gerda Lewis hat sich die Haare gewaschen, aber nicht irgendwie, ganz besonders. Und natürlich nimmt sie uns für so einen wichtigen Moment mit in ihrem Leben. Schauen wir doch mal kurz rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Morgen. Ich komme gerade, wie man sieht, frisch aus der Dusche und habe meinen Oberkopf gewaschen. Mein Oberkopf? Ja, diesmal habe ich meinen Oberkopf gewaschen für euch. Ein Oberkopf? Ich allerdings nur schnell durchlaufen. Ich werde versuchen, das mit der App so ein bisschen langsamer zu schneiden. Das interessiert mich, diese Oberkopfwäsche. Damit ihr auch so erkennen könnt, was ich mache. Ja. Jedenfalls gehe ich jetzt gerade einmal komplett in den Keller. Echt? Warum? Was ist denn da unten? Ziehen. Also der Nachteil in so einer Wohnung auf 3 Etagen. Ach, eine 3-Etagen-Wohnung. Erstmal vom Bad komplett runter ins Ankleidezimmer und dann wieder komplett runter ins Badezimmer zu schminken. Für schminken? Was macht man nicht alles für eine schöne Wohnung? übrigens muss ich immer anziehen und ich muss mich immer danach erst schminken. Also ich kann nicht im Handtuch mich schminken, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Und ich muss mir davor noch einen Kaffee machen. Also ja. Genau, ich werde mich anziehen, schminken und dann melde ich mich wieder bei euch. Ja, ich möchte also wirklich die ungeschminkte Hackfresse jetzt nicht mehr so sehen. Also jetzt mal schnell und dann durch die 3 Wohnungen. Also das ist, ich habe auch so eine Angewohnheit. Morgens zum Beispiel vom Stuhlgang, da muss ich erst die Hose runterziehen. Ja, habe ich mal andersrum versucht. Erst Stuhlgang, dann Hose runterziehen. Funktioniert gar nicht. Ich bin so ein verrückter Typ. Wie sieht sie denn jetzt ausgeschminkt? Das wird sie doch bestimmt uns ganz natürlich zelebrieren, oder? So, jetzt bin ich aber gespannt auf diese Oberwäsche im Oberstübchen. Aha, ach so funktioniert das also. Okay, also man wäscht sich gar nicht richtig die Haare. Also, erstmal, also das Waschbecken, ehrlich gesagt, also wenn es schon 3 Etagen hat, da kann man schon ein besseres Waschbecken verlangen, wenn man da zur Miete wohnt. Und so sieht das also aus. Also man wäscht sich gar nicht richtig die Haare, sondern nur seine kleinen Zottelzausel. Und dann sieht das auch so aus. Und
irgendwie gar nicht so cool. Und also nur mit Filter, wenn die Gummititten nach oben gedrückt sind, dann kann man es einigermaßen erkennen. Aber ansonsten ist es eher ein bisschen schwieriger. Aber diese Oberwäsche ist gut. Aber vielleicht hat sie noch einen Fernsehtipp für uns auch. Hey Leute. Calvin braucht einfach eine eigene Fernsehshow. Hey, Temptation Island, Calvin. Es ist einfach zum Totlachen. Ich finde es einfach nur so lustig. Ja. Vor allem, er geht einmal schon in die Show, baut Scheiße, und jetzt geht er schon wieder in die gleiche Show und baut wieder genau die gleiche Scheiße, so als würde er es extra machen. Ich kann das irgendwie auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Also ich glaube, das ist so, der macht es extra. Das wäre ja wie Bachelorette und dann nochmal Bachelor in Paradise zu machen oder irgend so ein anderer Scheiß, zweimal dasselbe. Das verstehe ich ja gar nicht. Das verstehe ich genauso wenig wie den Telegram-Kanal von Michael Wendler. Ja? Denn ihr wisst, Telegram ist wie Westfernsehen zu DDR-Zeiten. Ja, das ist es mittlerweile. Und nicht vergessen, wer es nicht bemerkt hat, der ist nicht mehr zu helfen. Deutschland wird eine Diktatur! Ja, Deutschland wird eine Diktatur. Wir sind ganz kurz davor. Vergesst es nicht. Nächstes Jahr, wenn sie euch sagen, im September wird wieder gewählt, vergesst es. Wir sind wieder eine Diktatur. Und das wurde ja schon von der Bundesregierung rausgearbeitet, dass wir ja gar nicht sehr viel mehr machen. Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Genau. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. Mhm. 22. Ja. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden eintrinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Corona. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Richtig. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Nämlich? Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen. Das ist nämlich ganz interessant. Also es ist ein bisschen komplexer als einfach nur nichts. Das ist übrigens von Florida, den Machern von Joko und Klaas, also wo auch Klaas dran beteiligt ist an der Firma, ein Spot. Also die Bundesregierung hat Klaas im weitesten Sinne beauftragt, um jetzt mal so einen kultigen Corona-Spot zu machen. Das ist bei rausgekommen. Gibt's ein bisschen hier und da Kritik, weil es sicherlich ein bisschen vielschichtiger ist, als einfach nur im Arsch zu Hause zu sitzen. Aber grundsätzlich die Message, bevor man feiern geht, bleibt man lieber zu Hause, ist ja nicht schlecht. Jetzt aber, gestern war wieder Querdenker-Demo und da kommt schon wieder dieser Diktaturvergleich und diesmal hat es diese 11-Jährige, ich sag mal die Greta Thunberg von Querdenken, aber ganz schön auf die Spitze getrieben. Hallo zusammen, ich bin vor kurzem 11 Jahre alt geworden. 11 Jahre? Und ich wünschte, ich hätte meinen Geburtstag normal feiern können. Was? Sie konnte ihr Geburtstag nicht normal feiern? Einmal konnten wir leider nicht einladen. Konnte sie nicht? Meine Eltern haben dafür extra jede Familie einzeln eingeladen. Jede Familie? Sodass wir 5-mal feiern mussten. 5-mal gefeiert. Es war sehr anstrengend, aber es war sehr schön, dennoch die ganze Familie zu sehen. Mit meinen Freunden war das etwas schwieriger. Und es sah so aus, als könnte ich meinen Geburtstag nicht feiern. Nein. Ich war unglaublich traurig darüber, doch meine Eltern haben auch dafür eine Lösung gefunden. Was war die Lösung? Danach war es natürlich anders wie die Geburtstage davor. Was war? Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Oh. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank. Wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Aber ich war auch sehr froh, dass ich meinen Geburtstag überhaupt feiern durfte. Ich habe also trotz ihrer merkwürdigen und absolut sinnlosen Maßnahmen, an die sie sich selbst nicht halten, meinen Geburtstag gefeiert. Ich bin froh, dass meine Eltern verstehen, dass nur weil die Regierung es sagt, es nicht gleich bedeutet, dass es wirklich richtig ist. Wir Kinder haben genug eingesteckt. Jawohl! Na, endlich sagt's mal, die Kleine! Na, wir fühlen uns ja eingesperrt wie in einer Diktatur. Ist ja wie bei Anne Frank. Das glaube ich ja gar nicht, diese 11-Jährige. Da konnte die wirklich nicht ihren Geburtstag richtig feiern. Da musste sie 5-mal diesen 11. Geburtstag feiern. Das heißt, sie ist jetzt schon 55. Und dann nicht genug, da haben die Eltern gesagt, so, jetzt feiern wir noch mit deinen. Weil es ja gerade nicht erlaubt ist, nehmen wir mehrere Hausstände zusammen, noch heimlich eine Feier. Und bevor die Deutschen da, die deutschen bösen Nachbarn uns denunzieren, musst du leise sein wie bei Anne Frank. Ich finde, besser kann man es kaum auf den Punkt
bringen. Das ist, die Corona-Krise ist momentan fast wie die Nazi-Zeit. Und Anne Frank daran zu ziehen, das ist so ziemlich das Unangenehmste. Ich mache noch nicht mal dir den Vorwurf, liebe Elfjährige, sondern deinen Eltern. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Denn Anne Frank war Jüdin und in Amsterdam, kannst du dir vielleicht mal angucken, ganz interessant, da hat praktisch in der Wohnung hinten links sozusagen abgesperrt die ganze Zeit Angst gehabt, von den Nazis entdeckt zu werden, weil sie dann in ein KZ gekommen ist und gestorben ist. So ist es nämlich. Das ist das Ganze. Niemand wird dich in ein KZ stecken, wenn du deinen Geburtstag nicht feiern kannst. Und dass du einen Anne-Frank-Vergleich ranziehst, ist so ziemlich das Unangenehmste und Lächerlichste, was deine Eltern dir je geschrieben haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es wäre viel geiler, wenn du vielleicht irgendwie ein bisschen intensiver in die Schule gehen würdest, anstatt so ein Bullshit auf einer bekackten Querdenker-Vollidioten-Demo zu führen. Weil das ist wirklich Schwachsinn. Wir leben in keiner Diktatur und es ist momentan einfach aufgrund des Viruses nicht erlaubt, einen Geburtstag zu feiern. Ja, das ist traurig, aber du wirst noch genug Geburtstage haben, wo du es feiern kannst. Aber Anne Frank hatte definitiv auch noch nicht mal was zu essen zu ihrem Geburtstag und ganz andere Probleme. Ja, schau dir vielleicht vorher den Film an, bevor du das nächste Mal so einen dümmlichen Vergleich auf so einer beschissenen Demo zum Besten gibst. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute noch, ein schönes Wochenende. Ist ein bisschen länger wieder geworden, aber ich habe so viel Material, ich komme gar nicht komplett durch. Wir sehen uns schon zeitnah hier wieder.